Ich übergebe das Wort an den Genossen Mike. Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen, ein bisschen weniger schreierisch zu machen, mehr im Sitzen. Und ich hoffe, man hört mich trotzdem. Falls man mich hinten nicht hört, bitte auf laut schreien. Ich versuche, lauter zu sprechen. Also gut, ich bin eingeladen worden, um hier als Vertreter der österreichisch-kubanischen Gesellschaft darüber zu referieren oder kurz ein Statement abzugeben, warum Kuba sozialistisch ist oder auf dem sozialistischen Weg sich befindet bzw. eine sozialistische Politik betreibt. Vielleicht mal in der Einleitung hat man es auch schon gehört, dass der Moderator auch nicht auf meiner Seite steht. Ich fühle mich ein bisschen so wie in einem Stierkampf, wo der Stier jetzt da irgendwie gejagt wird, oder vielleicht in diesem Zusammenhang besser wie bei den Zeugen Jehovas, der irgendwie über die Nicht-Existenz Gottes referieren muss. Aber gut, ich werd versuchen, hier klar zu machen, was es mit diesen Reformen auf sich hat in Kuba, wozu sie da sind und warum Kuba auf dem sozialistischen Weg ist. Ich glaube, ich werde insofern auch aufgrund der Länge, aufgrund der Kürze, die ich einhalten muss, die Errungenschaften der kubanischen Revolution nur ganz kurz erwähnen. Es gibt, das hat der Michael Pröbsen schon gesagt, es gibt in Kuba kostenlose Bildung, es gibt kostenlose Gesundheitsversorgung, es gibt ein gutes Sozialsystem in Kuba. Ich sage nur die Daten. Es gibt die niedrigste Kindersterblichkeitsrate in Lateinamerika, besser als in den USA. Es gibt eine hohe Lebenserwartung, die in Österreich vergleichbar ist, mit 77 Jahren bei den Männern, 81 Jahren bei den Frauen. Es gibt einen Zugang zur Gesundheitsversorgung und zur Bildung zu 100%. Und in Kuba zum Beispiel betreut ein Arzt im Durchschnitt 137 Einwohner. Das ist niedriger als in Österreich. Die Alphabetisierungsrate ist bereits 2 Jahre nach der kubanischen Revolution. Was, 2 Minuten habe ich noch? Nein. Gut, passt. Ich bin mein. Die Alphabetisierungsrate wurde bereits 2 Jahre nach dem Sieg der Revolution auf 100% gestellt. Nun, was die Reformen in Kuba betrifft. Es steht klipp und klar, und ich habe die Zitate hier, nämlich im Programm, in den sogenannten Lineamientos der Kommunistischen Partei Kubas, die nicht einfach diktiert worden sind, sondern die in einem langen, weitaus größeren Diskussionsprozess, als wir es in Österreich überhaupt kennen, diskutiert wurden. Es steht in den Lineamientos ganz klar, dass es sich um eine Aktualisierung des ökonomischen Modells handelt und nicht darum, dass man den Sozialismus aufgeben möchte, sondern man muss wirklich den Sozialismus in Kuba effizienter und überlebensfähiger gestalten. Es handelt sich also um keinen Wechsel hin zum Kapitalismus. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist klar, auch Kuba leidet unter der Weltwirtschaft, Kuba leidet zusätzlich unter den Hurrikanschäden und Kuba leidet seit 50 Jahren unter einer aggressiven US-Blockade, wo Kuba einfach die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in den letzten Jahren, die sind ein bisschen in Stocken geraten, man muss hier ansetzen. Ziel ist das Land nicht, so wie der Michael sagt, abhängiger von China, von Venezuela, von Kanada, was auch immer, abhängiger zu machen, sondern unabhängiger von ausländischen Lieferungen und externen Einflüssen. Es ist Ziel, die eigene Produktivität zur Subsidierung von Importen sowie der rationalen Einsatz von Ressourcen, also die Produktivität zu steigern. Kuba bleibt auch nach diesen Lineamientos, die wie gesagt von 8 Millionen Kubanern diskutiert worden, in zahlreichen unzähligen Versammlungen, bleibt ein sozialistischer Staat, basierend auf dem Prinzip der Vergesellschaftung der zentralen Produktionsmittel. Es gibt keine Privatisierung von Staatseigentum, es gibt keinen Transfer des Eigentums vom Staat zum Privatsektor. Keine staatlichen Unternehmen werden privatisiert. Lediglich die Administration des Volkseigentums wird modernisiert, damit die Produktion gesteigert werden kann, um die notwendigen Produkte für die kubanische Bevölkerung herstellen zu können. Die entscheidende Rolle, und bitte aufmerksam zuzuhören, wenn es geht, wenn man es hört, die entscheidende Rolle in der kubanischen Wirtschaft haben weiterhin die Staatsbetriebe. Darüber hinaus werden weitere, kleinere Sektoren für private Initiativen, Handwerker, kleine Dienstleister, kleine Bauern geöffnet bzw. legalisiert. Denn diese gab es bisher in Kuba, nur meistens im, und das steht auch in diesem
naja, Buch würde ich es nicht nennen, aber egal, es steht auch hier drinnen, dass es einen grauen Bereich gibt, eine graue Wirtschaft in Kuba gegeben hat für privaten Handel, Schwarzhandel, und dieser wird mit neuen Methoden legalisiert und es wird ein Steuersystem eingeführt, das diese bisherigen Handwerker, Friseure nicht mehr in die eigene, nicht nur in die eigene Tasche wirtschaften, sondern auch dafür etwas dem Staat zurückgeben. Also, das ökonomische Modell Kubas basiert weiterhin auf dem Prinzip der Planung. Also es handelt sich um eine Planwirtschaft, auch weiterhin. Die kubanische Revolution wird nicht ausverkauft, die revolutionäre Entwicklung erfolgt, und das ist insofern in solchen Diskussionen immer ganz wichtig klarzulegen. Erfolgt nicht wie eine Schablone, wo man sich einen Sozialismus in irgendwelchen Büchern ausdenkt und dann diese Schablone über dieses sozialistische Modell drüberlegt und überall, wo ein bisschen ein Strich draußen ist, dann heißt, nein, das ist kein Sozialismus mehr. Diese Transformation dieser Gesellschaft erfolgt nicht schablonenhaft, sondern basiert auf den Möglichkeiten, die nationalen und internationalen Gegebenheiten bieten. Es handelt sich also in Kuba um einen permanenten Transformationsprozess, der natürlich auch Rückschläge hat, wo es Niederlagen gibt, wo es Hindernisse gibt, wo es Hindernisse für diese sozialistische Entwicklung gibt. Aber das Ziel in Kuba bleibt der Sozialismus, und der wird auch mit diesen neuen Lineamientos nicht aus den Augen verloren. Ich möchte nur ein paar kurze, es wird geredet von 300.000, 400.000, 500.000 Leuten, die auf der Straße stehen in Kuba. Es wurden 400.000 Arbeitsplätze im nichtstaatlichen Sektor, ich rede jetzt von aktuellen Zahlen Ende 2012, 400.000 Arbeitsplätze im nichtstaatlichen Sektor geschaffen. Das sind die sogenannten Cuenta Propistas, die Leute, die auf eigene Rechnung arbeiten. Das sind 36% aller Arbeitskräfte. Der Rest arbeitet weiterhin in staatlichen Betrieben. Und es ist in Kuba nicht so wie im Kapitalismus, den wir kennen, dass die Leute einfach auf die Straße gehaut werden und dann sollen sie sich irgendwo Arbeit suchen. Nein, es werden als erstes Arbeitsplätze und Möglichkeiten aufgebaut. Diesen Leuten wird gesagt, ihr habt dort oder dort die Möglichkeit und danach können sie wechseln. Also so ist es nicht. Niemand wurde auf die Straße geschmissen wie in den kapitalistischen Staaten. Es gibt ein Zitat von Raúl Castro, das heißt mit Bedacht, aber ohne Pause. Es wird in Kuba nicht der Sozialismus einfach zerstört, sondern der Sozialismus wird neu aufgebaut. Und mit Bedacht, aber ohne Pause. Es geht darum, dass hier Reformen passieren, ja, es gibt Einschnitte, ja, aber es geht in eine Richtung, dass das moderat passiert und mit der Bevölkerung. Und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Ein Punkt noch, konkrete Situation, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Kuba war in den letzten Jahren mit 80% abhängig von ausländischen Importen von landwirtschaftlichen Produkten. Und das ist ein massives Problem, das muss man ändern. Und aus diesem Grund ist brachliegendes Land an Bauern vergeben worden, zum sogenannten Nießbrauch, das heißt zu einem Nutzen, aber nicht verschenkt, auch nicht verkauft, sondern das gehört weiterhin der Gesellschaft. Aber die Leute sollen dort produzieren und haben die Möglichkeit zu produzieren. Und 2012, im Vergleich zum Vorjahr, wurde die landwirtschaftliche Produktion dadurch 12% gesteigert. Und das ist wichtig, um eben international nicht abhängig zu sein von den extrem drastischen Lebensmittelpreisen. Eine Anmerkung oder ein paar Anmerkungen, solange ich halt noch Zeit habe, zu diesem Buch Kubas, jetzt habe ich doch Buch gesagt, Kubas Revolution Sold Out. Also erstens einmal, dieses Fragezeichen hätte man sich sparen können. Denn in der Einleitung steht schon einmal ganz klar, dass Kuba geht zurück zum Kuba has become capitalist again. Ja, also das ist schon klar, das steht schon als erster Satz in der Einleitung. Da haben wir noch überhaupt gar nichts diskutiert. Also das wäre ein Rufzeichen, okay, dann wissen wir auch Bescheid, um was es geht. Ich habe ab Seite 30 begonnen erst zu zählen, wie oft das unwissenschaftliche Wort oder unwissenschaftliche Begriff stalinistisch verwendet wird. Und er bekommt in den nächsten 100 Seiten sage und schreibe 60 Mal vor. Also auf jeder Seite mindestens zweimal. Im Allgemeinen, und das möchte ich wirklich sagen, im Allgemeinen erweist dieses Buch, sind wir schon fertig? Schlusssatz. Im Allgemeinen erweist dieses Buch der antiimperialistischen Bewegung einen Bärendienst. Es verwendet dieselben antikommunistischen